Ein Tier ist so fleißig wie ein Biber. Busy as a beaver. Beavers are good at collecting wood. Biber sind gut darin, Holz zu sammeln. Beim Wort collecting handelt es sich um ein Gerundium. Auf Englisch gerund. Ein gerund ist ein substantiviertes Verb. Das bedeutet, dass collecting zwar aus einem Verb gebildet, es aber wie ein Nomen verwendet wird. Du erkennst ein gerund immer an der Endung ing. Somit sieht es genauso aus wie das Partizip Präsens, das Present Participle. Es wird auch gleich gebildet. An den Infinitiv eines Verbs, zum Beispiel collect, hängst du die Endung ing. Gibt es in einem Satz ein Verb, das auf eine Präposition, hier at, folgt, dann ist dieses Verb... Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.